Hallo und herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge Anno 1800. Beim letzten Mal haben wir ganz schön was zurückgebaut. Jetzt sind wir gerade dabei, wieder aufzubauen. Ich habe beim letzten Mal einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich... Ja, das ist ein Riesenfehler gewesen. Ich habe zu früh ein Schiff weggeschickt. Was hätte mir noch sehr viel Material hätte liefern können. So, jetzt bin ich gerade hier quasi die Insel wieder am Aufbauen. Ihr seht schon, Scarsbuck hat sich verändert. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, Scarsbuck war mal unsere Hauptinsel, ist es jetzt nicht mehr. Es wird, wie sagt man so schön, nur noch zur Nebeninsel. Ist es degradiert? Ja, ist ja gut. Mal kurz den Ton hier aus. Man sollte natürlich das Handy auf lautlos machen, wenn man gerade fleißig am Bauen ist. Na? So. Es regnet, die Erde wird nass. Jo. So, Wirtshaus haben wir schon mal geplant. So, das haben wir schon mal fertig geplant. So. Brot und Spiele, ja. Wir brauchen dann... So, wir müssen aber auch... Neben der Schule brauchen wir eine Kirsche. Eine Kirsch. So. Um den Brot- und Bauernstaat auf jeden Fall auch geistlich zu versorgen. Sie wollen es ja so, also kriegen sie es auch so. Ja. Das ist jetzt alles noch gerade im Planungsbüro, was hier entsteht. Jetzt haben wir es schön gesagt. Was den Handel betrifft, enttäuschst du mich nie. Jojo. Du kannst ja auch eine goldene Nase im Moment verdienen bei mir. Das ist mir vollkommen bewusst. So. Brauchen Fischereibetriebe. Die setzen wir alle hier hinten hin. Es mangelt an Arbeitskraft, das ist mir alles klar. So. Ja. Die Natur erholt sich. So. Riesiger Platz quasi. So. Da ist auf jeden Fall jetzt groß Platz. Brauchen wir auch noch ein Lagerhaus. Müssen wir da auch hin planen. So. Könnte schlimmer sein. Okay. Die sind sich da am Klopfen. Ich dachte schon. Also jetzt vor meine Insel los. Ja, das Flaggschiff ist das kleinste Schiff. So. So. Holz. Das meiste ist das hier. So. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Erwarten neue Horizonte. Erwarten neue Horizonte. Admiral. Wir sind noch nicht bereit. For the ride. So. So.
Hier kommt auch eine Straße hin. So, was haben wir noch? So, kannst du mal ein paar Ziegelsteine rüberschmeißen. Kannst du ein bisschen Holz rüberwerfen. Ja, die Herbsternte ist eingebracht. So. Ach ja. So, Fisch. Jetzt brauchen wir natürlich auch Webereien. So, hier ist nicht genug Arbeitskraft. So, wir brauchen noch ein Sägewerk. Das brauchen wir auch, damit wir auch aus dem Stempel ein bisschen Holz machen können, ne? So. Bereit für den Einsatz. Jo, das Schiff fährt auch zurück. Was noch? Du kannst auch. Ja, Holz haben wir kaum noch. Ne? Aber kaum noch Holz. Achtung, Admiral anwesend. So. Wie sieht es hier mit den Konsumgütern aus? Schnaps ist Problem. Bier dürfte eigentlich sich halten. Der Rest dürfte sich eigentlich so relativ gut noch halten können. Achso, wir wollten ja hier gucken, ne? Hier war ja auch noch was auszubauen. So, wo war die Konservenfabrik hingeplant? Ich habe da eben eine Konservenfabrik geplant, oder? Ich glaube das nicht, dass ich mich gerade irre. So. Ach ja, Konservenfabrik, Konservenfabrik. Wo ist denn die Konservenfabrik? Ach nee. So. Ich habe doch eine geplant. Oder habe ich die nicht geplant? So, jetzt habe ich die Konservenfabrik schon mal hingestellt. Damit kommen wir schon mal ein bisschen weiter. Ja. Alles hier ist höchst zerbrechlich. So. Kein Platz mehr frei. Okay. Ausgangslager ist voll. Die Waren stapeln sich hier. Mhm, kein Lagerhaus in Reichweite, kann ich mir kaum vorstellen. Steht doch da. Manchmal frage ich mich, ob ihr doof seid oder nur so tut. So, jetzt muss ich bei der Hopfenplantage auch mal gucken. Es mangelt an Arbeitskraft. Spielstand gespeichert. Okay. Was ist denn da wieder das Problem? Ja, da ist doch eine. Naja, das werden wir ja eh ändern. In meiner Vorstellung. Ich hab da Klopp manchmal echt. Also manchmal frage ich mich schon, ob das Spiel mich veräppeln will. So. So. Inselanteile.
schon zu. Die Insel ist eine echte. Die Insel ist echt eine Goldgrube. Ja. Wir wären dann soweit. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich hab sie für den Fotografen gehalten. So habe ich es noch nie betrachtet. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Ja, möglicher Anteilswert, sonst was. Ist diese Last das Gefühl der Schande? Ich muss den Kleinen auch immer predigen, dass ihre Pfoten nichts im Honigtopf verloren haben. Die hat doch eh nicht schon kommen, noch was zu sagen, oder meine ich das nur? Auf die alte Dame ist Verlass. Na, fahr mal hier hin. Mal gucken, ob da noch eine Insel ist. So. Das wahre Glück auf Erden. So. Marktplatz. Haben wir da auch jetzt einen hingesetzt? Wie viel brauchen wir da? 10 Holz. Ja, Ziegelsteine kann ich nicht zuschmeißen mit, aber Holz habe ich jetzt keins. So. Was machen wir mal gerade? Steuermann. Das letzte Holz noch überbringen. Oh. Was noch? Okay. So. Was brauchen wir da? Noch ein Sägewerk. So, das Ding kann ja erst irgendwann in ferner Zukunft überhaupt was machen. Wir sind also hier noch nicht voll. So. Ja, Arbeitskraft fehlt. Jo. Kleidung fehlt. Wie viel brauche ich denn an Kleidung für die Insel? Ja. Bestimmt ein bisschen was. Es ist wieder mal so Rattenschwanz, der sich selber hinter sich herzieht. Ne? So, dann haben wir da. So. Spielstand gespeichert. Eins. So, drei Webereien. Jonah steht bereit. Ist das Schiff schon angekommen? Nee. Lange nicht. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Okay. Schnapsversorgung ist unser Problem. Also Schnaps dürfte eigentlich nicht abnehmen. Ei, ei. Müssten wir eigentlich irgendwie schnell vollbekommen, das Schnaps-Problem.
Alles bereit. So. Haben wir da. Ein bisschen. Was? Ne? So. Dann können wir nämlich da drüben nämlich die Kornkammer aufmachen. Wenn wir da halt so gewisse Waren rüberkriegen. Dann kriegen wir das auf die Hauptinsel. Dann können wir ein bisschen mehr Platz schaffen. Meine Schiffe, wir helfen, wo wir können. So. So. So, komm. Alle 15 Sekunden muss da eigentlich ein Holz aus dem Stapel fallen. Ja. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Ja, die Felder bestellen sich nicht von alleine. Wir haben im Moment 50%ige Leistungsfähigkeit, sogar teilweise weniger als 50%. Irgendwas fehlt immer. Irgendwas fehlt immer. So. Zu viel Transporter, ja. Arbeitskraft fehlt immer noch. Also selbst wenn wir das voll machen, ja, fehlt immer noch zu viel Arbeitskraft. So. Blaupausenmodus. So. Spielstand gespeichert. So. So, das haben wir doch mal. Haben wir doch mal wieder schon mal ein bisschen mit vorgeplant. Ach ja. So, dann müssen wir dann noch den Marktplatz hinplanen. So, Feuer machen. Gewitzelhaus. Mhm.
So, das haben wir auch. Ja. Eine Polizeiwache. Müssen wir auch von ausgehen. Müssen auch von einem Hospital ausgehen. Weil es ja verfügbar ist, könnte was kommen. In der Hinsicht. Das ist doch einfach schon absehbar. Das ist einfach absehbar, solche Sachen. So. So. Bauernhüsken. Da müssen wir auch noch eine Sträßchen durchmachen. So. Müssen wir überall Straßen ziehen und Straßen hochziehen. Ja. Wir machen das Beste aus unserem Leben. Wir kümmern uns hier um alles. Gut, dann sehe ich mal nach den Kleinen. Müssen wir mal runterfahren. So, dass die Produktion zwar auf Sparflamme weiterläuft. Ja, weil wir eh nicht genug Arbeitskräfte haben. Aber wir können das dann hochfahren. Lieber hochfahren und dann genug Leute haben. Als zu wenig Leute. So. Zu viele Transporter, das ist mir vollkommen bewusst. Da hinten muss auch noch ein Lagerhaus hin. So. Kein Lagerhaus in Reichweite, das war doch klar. So. Ach ja, so ist Anno. Wie wir es lieben. Neue Befehle? So, das kann hier unten hin. So. Achso, das können wir eigentlich da oben hin liefern. Steuermann! Spielstand gespeichert. So. Neue Befehle. Jep. Weg damit. Ein Schoner weniger. Aber ja, doch einiges an Schonern unterwegs. Sind unterwegs. So, Schoner. Noch ein Schoner. Wollen wir denn noch einen? Ach so, du hast ja noch was an Bord. Schön. Ja.
So, damit können wir doch direkt... mal ein bisschen was ausbauen. So, damit die Produktion so langsam, aber sicher hochfahren. So. Wann machen wir weiter? Ihr macht jetzt weiter. So. Das ist schon mal wenigstens ein bisschen was. So, Fisch ist, dürfte eigentlich normalerweise kein Problem sein. Haben wir lagernd. Schnaps haben wir hier auch genug lagernd. So. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Volle Segel! Sind unterwegs. Du bist in Quarantäne. So. Langsam bin ich zufrieden. Jetzt können wir hier schon wieder ein paar Dinge aufmachen und haben damit schon mal wieder eine größere Produktionsmenge. Natürlich, Produktionsmenge ist immer noch zu winzig. Das sind immer noch 6, 9, 11, 13 Stück. Zu wenig. Aber jetzt ist noch 11. So. Ja. Ich finde, wir kommen ganz gut voran, oder? Die Ernte fährt ein. Ja. So. Hier auf unserer Hauptinsel haben wir noch... Es ist halt noch zu wenig Bauern, ne? So. Aber wir können die Produktion steigern nochmal. Spielstand gespeichert. Jetzt sind es nur noch 3, 5, 7, 9 Stück. 8 Stück. Die fehlen. Um genug produzieren zu können. Stück, die noch fehlen, und das um genug zu produzieren. Ja. So. Ich will hier nur Bauern. Eigentlich will ich nur Bauern auf der Insel. Bin ich ehrlich. Wisst ihr auch warum? Dann kann ich nämlich auf anderen Inseln fertige Produktionen machen. Dann habe ich höhere Stufen und dadurch mehr Einnahmen. Aber erstmal muss man natürlich die Produktion dafür hochschieben können. So.
unser gutes Recht. Auch. Schnaps ist eines der Grund, ist eines der Zusatzbedürfnisse. Ja. Es könnte mehr Zufriedenheit geben und dadurch mehr Geld. Aber es ist jetzt nicht so, dass da überhaupt nichts funktionieren könnte. Ohne Schnaps im Moment. Bei denen ist es auch. Es bringt einfach nur mehr Geld. Ja. Natürlich. Leinen los. Ja. Das ist so was richtig Schönes. Ja. Ach ja, so. Ausbauen. So. Ach. Jetzt können wir die Schnapsproduktion. Haben wir schon fast wieder auf voll. Aber fast Vollproduktion. Fast Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung. Hier ist keiner großartig arbeitslos. Ja. Natürlich muss ich jetzt gucken, dass ich dann auch gleich wieder hier wahrscheinlich Webereien brauche. Aber da schaue ich gleich nochmal genauer nach. So. Aber ich möchte nicht immer so lange Folgen machen. Deswegen sage ich einfach mal jo, nach knapp 32 Minuten. Bis demnächst, euer Hannibal. Ciao.